Ja, ich bin in meinem Leben x-mal interviewt worden. Ich habe so einen Stapel mit Interviews und Fragenkatalogen und wie kommen Sie dazu, warum sind Sie dazu gekommen und so. Das führt jetzt zu weit, wenn man jetzt sagt, dann haben wir das Theaterstück gemacht, dann haben wir den Film gemacht, dann haben wir das gemacht und so. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht machen, weil das ist x-mal steht das, weißt du, das gibt's ja. Das ist ja mehr oder weniger, weil wir die Kammerspiele waren und die Stücke und die, das will ich ja gar nicht machen. Sondern ich wollte eigentlich nur erzählen, ich bin jetzt 80 Jahre oder ich werde halt älter und erzähle ein bisschen, wie ich zum Humor stehe. Nur das, das ist ein, von mir eine. Ja. Und ich glaube, damit habe ich eigentlich, wenn man es, weiß ich, was hast du für einen Eindruck? Ich meine, jetzt wenn man dann die Dinge nicht hat, dann man, du hast dann, dann ein paar so Sachen rein, wo ich sage, gell? Dann haben wir doch einiges. Wie viele Minuten werden das sein insgesamt? Drosberg Müller-Anger Nummer 1. Ich habe diese Hausnummer leider nicht gefunden. Möchtest du eine neue eingeben? 1. Ich habe diese Hausnummer leider nicht gefunden. Möchtest du eine neue eingeben? Ja. Okay, welche Hausnummer? 1. Ich habe diese Hausnummer leider nicht gefunden. Möchtest du eine neue eingeben? Nein. Ich berechne die Route zum Ziel Trostberg am Anger. Die wollen mich, glaube ich, verarschen. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden kennengelernt, der gesagt hätte, der Umpolt weiß nicht, finde ich nicht so. Noch nie. Magst du einen Fisherman's Friend? Der im Moment größte und bedeutendste Kabarettist, Humorist, Komiker, eine Stimme, humorvolle Stimme. Das ist faszinierend, weil wir immer gesagt haben, es ist gut, wenn uns nicht alle mögen, weil dann haben wir was richtig gemacht. Aber der Gerhard hat quasi so viel richtig gemacht, dass die Leute gar keine Chance haben, dass sie ihn nicht mögen. Und steht wie eine 100-jährige Eiche, Gott sei Dank, in unserer Bühnen- und Kabarettlandschaft. Als Vorbild, als Lehrer, als Meister, auch als Mahner. Ich bin nicht prominent. Ich bin vielleicht bekannt über Medien oder sowas, aber prominent ist für mich eine Rolle. Die muss ich annehmen wollen. Und ich bin's nicht und war's noch nie und aus. Gerhard Polt ist ein Stern am Himmel, an dem man sich orientiert. Ist wie ein Schwert, geht das. Wie ein Schwert in Butter. Diese Ernsthaftigkeit, diese vollkommen gerade Ernsthaftigkeit, mit der jemand komisch ist. Fang mal. Ja, jetzt muss ich erst einmal grüß Gott sagen. Ich bin deshalb hier, weil ich werde jetzt im Moment, also wo ich jetzt das sage, abgelichtet, abgefilmt. Und rede jetzt einmal direkt in die Kamera. Ich bin ja immer wieder gefragt worden, wie ist das mit dem Humor? Was halten Sie vom Humor? Meine Schlussfolgerung war immer, Humor ist eigentlich nur, wenn er stattfindet. Weil wenn er nicht stattfindet, dann ist er halt nicht. Und über den Menschen und Humor, da gibt's was Schönes, was mir sehr gut gefällt. Das hat der Grieche, der Aristoteles, soll gesagt haben, der Mensch ist ein Viech, was lacht. Stimmt, also ich habe Schildkröten auch noch nie lachen sehen, auch nicht einmal einen Hund. Obwohl es Leute gibt, die behaupten, ihr Hund hat einen Humor. Aber ja, also
Meerschweinchen. Es gibt viele Viecher, aber ich weiß nicht, beim Fisch mit Humor schwierig. Sag ich mal vorsichtig. Aber es gibt sicherlich Gegenargumente. Weißt du, da fragst du dich, manchmal frage ich mich, der Richter, gell, ich sage, wir Sesel putzen, aber ich so, der verzeiht mir, was Realität ist. Ist das nicht ein Wahnsinn? Oder? Nehmen wir mal ein Beispiel, nimm irgendwas, sagen wir mal, ein Rudelkampfhunde, ja, beschäftigt sich mit einem Menschen auf ihre Art. Ja, nein, Entschuldigung, kann er sehen, ne? Ja, meinst du, dass ich mich da einmisch? Oder? Ist doch unrealistisch, oder? Also, in meinem Fall jetzt, da handelt es sich um einen Nichtschwimmer. Das ist ganz ein anderer Fall. Hä? Ein Nichtschwimmer, warum der nicht mehr geschwommen ist, weiß ich nicht. Er wird schon einen Grund gehabt haben. Nein. Schwimmt halt nicht mehr und dann das Übliche. Nein. Aber weißt du, das Irre ist ja was anderes. Das Irre ist ja, dass die Frau dann da, die Zeugin, sie hat dann gesagt vor Gericht, also zum Richter sagt sie, angeblich hätte er da der Nichtschwimmer, insgesamt, sagt sie, hat er 4-mal Hilfe geschrien. Ja, excuse me, ich stehe mich doch nicht an der Ufer hin und sei da mit. Nicht, dass ich sage, jetzt hat er 4-mal Hilfe geschrien, schauen wir mal, ob er es 8-mal packt. Unrealistisch, oder? Außerdem sage ich da noch was, und das ist meine Meinung. Ja, das darf man auch noch sagen. Wenn er so ein Nichtschwimmer, der sauft, ja, mein Gott, also, tragisch ist das nicht. Das ist konsequent. Ja. Aber weißt du, jetzt sagt er ich was. Ganz kurz, nur damit wir uns da klar sind, das weiß ich auch. Es gibt überall gibt's Leute, die Hilfe brauchen. Ja. Die gibt's, wir sind da mehr, viele gibt's die. Bei uns gibt's viele. Aber ich sage so, die, wo wirkliche Hilfe brauchen, die schreien nicht um Hilfe. Im Gegenteil, die halten ja noch mal. Die sind stark. Die halten ja noch Fotzen. Die sind mucksmeisel stark. Und warum? Weil sie sowieso wissen, dass ihnen keiner hilft. Das nenne ich Realität. Das Erste für mich, wo ich wusste oder gespürt habe, dass es etwas ganz Eigenartiges gibt, das ist, als ich in einem Wirtshaus war, wo am Stammtisch Leute waren, die alle gehandicapt waren vom Krieg. Das waren lauter Kriegsinvalide. Da war ich mit dem Armstumpf, da andere das. Und die haben gesoffen und haben sich amüsiert und haben gelacht. Und dann haben sie offensichtlich über ihre Kriegsschäden haben es debattiert und dann war ein Wettbewerb, wer mehr Schäden hat und wer wo war. Weil sie haben sich gegenseitig gesagt, wenn du bloß in Afrika warst, dann hast du gar nicht mitreden, weil ich habe meinen Zeher verloren in Brzezinsk oder irgend so. Und diese Art der Witze, wo einer seinen Durchschuss zeigt, wo die Kugel durch ist, der andere hat einen Streifschuss im Kopf gehabt. Also lauter ziemlich, zum Teil auch sehr verletzte Menschen. Und die haben sich amüsiert und haben gelacht und haben ein Bier getrunken. Und es war das größte Vergnügen. Und das hat sich auf mich, muss ich sagen, als Kind irgendwie eingeprägt, dass man so grausige Sachen verzeihen kann und dabei sich wunderbar amüsiert. Und diese Kombination, glaube ich, ja, war eindrucksvoll.
Der Valentin zum Beispiel hat dazu beigetragen, dass sich meine Welt verändert hat. Meine Welt. Für mich war Karl Valentin insofern bedeutsam, weil er mich auch zum Lachen gebracht hat, ohne dass ich gewusst habe, warum. Das heißt, es gibt Leute, die sind, die haben, jetzt können wir über ein Thema reden, das ist Charisma. Was ist das? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Gott sei Dank wahrscheinlich. Geh mal runter. Jawohl. Dann sage ich, dass wir einen. Au, 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 au. Geh runter. Ja, du stehst schon. Du stehst auf der. Wo? Auf der Leiter, ich weiß schon. Nicht auf der Leiter, auf. Du stehst auf der Sprosse. Nicht auf der Sprosse, auf der Ding stehst du oben. Ja, auf der. Ja, wo denn? Sagen Sie es halt. Mir fällt der Name nicht ein. Auf meiner Hand. Wenn man das jetzt sieht vom Karl Valentin, dass er nicht weiß, dass die Hand Hand heißt, in dem Moment, wo er es wissen sollte, dann ist das für mich symbolisch für so viel, dass einem im rechten Augenblick genau das fehlt, sei es im Gedächtnis, sei es im Geldbeutel, sei es irgendwo, wo man es wirklich bräuchte. Es ist einfach schicksalshaft, dass der richtige Zeitpunkt, wo einem das einfällt, der ist nur manchmal da und sonst halt nicht. Und zu dem Karl Valentin, ich meine, es gibt so viel Literatur über den Mann, aber so Zitate wie zum Beispiel, als die Amerikaner und die Engländer München bombardiert haben. Und dann ist Alarm und dann geht der raus und schaut, wo sind sie? Es kommt kein Flieger, keine Bombe fällt. Und dann soll er gesagt haben, ja, was ist denn da heute los? Denen wird doch nichts passiert sein. Ich glaube, dass der Humor im Endeffekt unterschätzt wird als Kitt für die Gesellschaft. Wenn eine Gesellschaft, wenn man sagt, ja, die Gesellschaft geht auseinander und so weiter, ich glaube, die Stellen, wo die Gesellschaft zusammenfinden kann und wo sie sich irgendwie versuchen könnte, darauf zu einigen, dass sie sich gegenseitig eine Freude machen, das ist, wenn sie einen Humor haben. Weil Humor heißt ja auch, wenn der andere einen hat, den du nicht hast, aber du kannst ihn vielleicht, wenn du hast, einem anderen verzeihen, dass der so einen Humor hat. Also, ja. Es gibt ja auch diesen Humor, der so tief aus dem Herzen kommt und aus einer großen Menschenliebe und so genau hinschaut und so weise ist. Und das ist halt der Gerhard Polt. Ja, Humor ist Notwehr gegen die Sachen, wo man nichts machen kann. Also du kannst nichts machen gegen das Sterben, du kannst nichts machen gegen CSU, lang jedenfalls nicht. Du kannst nichts machen gegen, wenn du krank bist oder gegen den FC Bayern, verstehst du? Oder gegen die Pandemie. Aber wenn du über was lachen kannst, dann verlierst du den Schrecken. Dann ist es nicht mehr so schlimm. Und das habe ich eigentlich über den Gerhard auch mit gelernt, weil der Gerhard hat, wenn der einen Typen spielt, über den man sich eigentlich furchtbar ärgert, mein Nachbar, oder weil der irgendeinen Scheiß daherredet oder was. Und dann kann ich über den lachen und am nächsten Tag bin ich zu dem freundlicher. Weil er hat mich ja in der Figur von Gerhard zum Lachen gebracht. Allein schon, also wenn man es jetzt auf den Gerhard bezieht, wenn der Gerhard auf der Bühne ist und gar nichts macht, nonverbal da sitzt. Und es ist von Haus aus schon mal durch die Präsenz eine gute Stimmung. Also das Lachen ist mit das Anarchistischste, was es gibt. Wenn ein Mensch lacht, verliert er die Kontrolle über sich. Also er wächst praktisch über sich hinaus, er befreit sich von sich selber. Ich glaube, das Besondere, was an einem Kabarettabend entstehen kann, ist eine besondere Verbindung zwischen Menschen.
die da sitzen und die derjenigen oder demjenigen auf der Bühne, dass man sie nah ist, obwohl man sie gar nicht kennt. Und das ist für mich, was Humor leisten kann. Dass sie Menschen neu kommen über einen Witz, die sie gar nicht kennen, die vielleicht sogar anderer Meinung sind, die vielleicht sogar diametral anderer Meinung sind. Humor ist wahrscheinlich das Mittel, das erfunden wurde, damit sie weniger Menschen gegenseitig umbringen. Möglicherweise. Grüß Sie Gott, Herr Mayer. Ja. Ja, wie geht's Ihnen? Na ja, nicht viel, ne? Ja. Nicht viel los. Aha, ja, ja toll. Ja. Mei, was soll ich sagen, nicht? Könnte nichts Bedeutendes sagen. Ja, riesig. Ja. Nicht viel los, nicht? Ja. Eigentlich nichts, nicht? Aha. Ja, und was machen sonst immer so? Ich meine, ja. Sonst, was ist im Busch? Ja. Bin viel daheim, nicht? Okay. Ja, oft, meistens daheim, ne? Aha, ja, enorm. Du ein bisschen Fernsehen schauen, gell? Aber ist eigentlich auch nichts mehr. Aha, ja, und was machen sonst immer so? Ja, mei, eigentlich nichts. Aha, ja, satt. Es ist wirklich wahr, der Humor. Und da gibt es ein Protokoll, auch was ich gelesen habe, zum Beispiel in Theresienstadt, gibt es Protokolle, wie Menschen, um aus der entsetzlichen Situation rauszukommen, sich Witze verzeiht haben, keine besonders guten unbedingt, Kalauer, irgendwelche Sachen, nur um sich zu befreien, nur um sich aus der Realität irgendwie wegzubewegen, um wegzukommen. Menschen können mit, das wissen wir ja, Menschen können in, weiß der Teufel, in traurigsten Situationen noch irgendwie was, ja, was Lustiges erleben oder können vielleicht sogar lachen, dann ist es vielleicht auch eine Gnade, so schlimm das ist. Und ich möchte da ein guter Freund von mir, den ich sehr geschätzt habe, der Otto Grünwandl. Ich weiß noch, wie ich ihn verabschiedet habe, oder er sich von mir im Spital in Hall in Tirol. Da hat er gesagt, Gerhard, schau mal, also ich stirb jetzt einmal der Meil und dann schauen wir weiter. Wenn einer so das sagen kann, das berührt dann schon sehr. Entschuldigen Sie, wir haben in Bayern gespielt. Interessiert er sich für den Sport? Ja, ja. Das findet man häufig, sagen wir mal, dass sich Leute für was für Sachen interessieren, die für sie in dem Sinn gar nicht mehr in Frage kommen. Aber sagen wir mal, es ist ja wichtig, dass ein Interesse da ist, sagen wir mal. Ist er nicht geimpft gewesen? Was fehlt ihm denn? Ich bin querschnittsgelähmt. Also ich finde das Impfen, ehrlich gesagt, das Impfen ist so wichtig, weil wenn man da fahrlässig ist, dann macht man sich danach die größten Vorwürfe. Man kann die Leute gar nicht oft nur sagen, sie sollen sich impfen lassen. Aber ich bin vom Garagendach runtergefallen. Dieses vollständige Aufgehen in einer Figur, auch in den Abgründen einer Figur, das ist bei ihm immer, habe ich das Gefühl, man spürt dahinter immer diese große Menschenliebe. Auch zu die abwegigen Sachen. Liebe zu dem, was auch ein bisschen greislich ist an uns. Oder zumindest eine große Faszination dafür. Das spürt man. Die Begeisterung für den Menschen, was er alles, wozu er fähig ist, in alle Richtungen. Das spüre ich immer so, wenn ich ihn spielen sehe. Hier, Hirschenberg. Da war schon wieder so ein Crash. Ne? Zwei Tote, ein Schwerverletzter. Ne? Der ist durch die Flammenhölle praktisch durchgekommen. Der sitzt heute in so einem Rollstuhl drin. Ich muss sagen, also ganz ehrlich gesagt, ob es da nicht besser ist, wenn man hier ist. Ne? Auch für die Angehörigen ist es wahrscheinlich eine Lösung. Ne? Aber ich kann doch so arm nehmen, du hast noch was. Andererseits, wie soll ich sagen, dieser enorme Lebensmut. Ich selber kann über meinen sogenannten Humor, oder was ich habe, ich kann nicht sagen, der hat sich verändert. Natürlich wird er sich verändert haben, logischerweise, weil ich halt andere Erlebnisse habe. Und ich vielleicht im Lauf der vielen Jahre mit bestimmten Geschehnissen oder mit bestimmten Defekten, die ich sehe, anders umgehe. Weißt, das kann schon sein. Aber im Endeffekt
bin ich auch die alte Frage, bin ich Subjekt oder bin ich Objekt? Ich bin einem Strudel drin, einer bestimmten Zeit hineingeboren. Ich bin ein Zeitgenosse von. Und dann keiner mehr. Und es gab welche, die waren vor mir. Ich habe halt das, was mir angeboten wurde, versucht, in irgendeiner Weise damit umzugehen. Und, aber sich selber, die eigene Veränderung, ich sage immer wieder, sag Leute, ja, schauen Sie sich in den Spiegel, sehen Sie, dass Sie sich verändern. Sag ich schaue fast immer in den Spiegel, aber ich sehe fast nie, dass sich da was verändert. Ich sehe, glaube ich, nur mich. Ja, es dauert noch ein bisschen, ne? Gleich haben wir es. So. Jetzt. Sag einmal schön, grüß Gott. Das sind die Herrschaften vom Fernsehen. Ich habe gesagt, ich springe Passing in die Luft, wenn ich nicht präzise am 7.5. die 2 Millionen kriege. Mal schauen, na, da, da kann. Also, da. Ich sag da 10 Minuten lang nichts. Hauptmann Schnetzel, hören Sie mal. Schnetz. Das war direkt Epoche machen. Ölzeit ist für mich passé. So viel Glück auf einmal, da ist was faul dran. Also das geht einmal ganz deutlich gesagt, dass das ein Riesenbeschiss ist. Zeit mal Zeit ist mal Zeit. Ein Schmarrn. Ladies and Gentlemen. Eine Religion, wenn er hätte, das auch hat. Carissimi amici cattolici. Ist ja das allerletzte. Gut, dann gehen wir. Jawohl. Wenn du 80 bist und gehst noch auf eine Bühne, um die Menschen zum Lachen zu bringen, dann ist es dein Ding. Dann ist es dein Leben. Dann ist es deine Mission. Es ist der schönste Job der Welt. Es ist eigentlich ein Geschenk, weil du gehst hoch und hast Menschen, die sich freuen. Ja, grüß dich, ja, schon lange gesehen, wie gestern. Ich sag mal, wo bist du die ganze Zeit? Jetzt hab ich dich wirklich nicht mehr gesehen. Ich sag mal, fertig, aber die haben mal wieder sich so ein Kruzifix, was ist im Busch, was tust du jetzt die ganze Zeit? Was ist da? Ja. Okay, Kruzifix, der Vater hat einen Umlauf, aber weil du da früher einen Mercedes reingefahren hast, dann ist er gefahren und jetzt fahren wir einen Umlauf, hast du gar keinen Umlauf nieder, gell? Na, was tust du, was machst du so? Ich ruhe es fort. Okay, du fährst also, wo fährst du nachher hin? Wo gehst du nachher hin? Balli. Ja, und was machst du da? Und der nächste Zeit, was passiert da? Also, geh, leg mich da am Arsch. Macaco senza storia, dice lei di lui. Irgendwann geht halt der Vorhang auf. Und jetzt, bis er wieder zugeht, muss was sein. Der Dieter Hildebrand hat aber gesagt, solche Leute wie mir sind Triebtäter. Das ist aber so, wenn die Musik spielt, dann geht der Lipizzaner in die Höhe. Ja, wie gesagt. Das ist ein Zeichen da. Das ist ein. Herr Hauptmann, gewöhnen sich endlich mal die NATO-eigene Terminologie an. Mhm, wir sagen nicht mehr Soldat, der Soldat heißt nicht mehr Soldat, ja, sondern menschlicher Aktivposten. Ah ja, und Zivilist ja. Ist. Ja, das kommt drauf an, das teilt sich wieder in zwei Teile: in den lebendigen Zivilisten und den toten Zivilisten. Ah ja. Die Art und Weise, wie der Mann in der Lage war, Dinge zu benennen und zu beschreiben und der Scharfsinn und auch diese wie soll man sagen, dieses Entdeckerische auch an Dingen, an Menschen, vor allem auch in der Politik bei ihm, dieses Fehlverhalten, also merkwürdige Verhalten von manchen,
Das hat er unglaublich, mit einem Röntgenblick, da ich sagen, hat er das gemacht. Da sag ich mal, hast du das gelesen? Hä? Hast du das gelesen? Hast du das nicht gelesen? Das ist vielleicht etwas, was Gerhard Bolt verbindet mit Karl Valentin, nämlich, dass die Szenen im Prinzip anfangen, dass es auch ein Stück von Beckett sein könnte. So vollkommen freischwebende Situation, die absurd ist und wo man sich als Zuschauer erst einmal zurechtfinden muss, wo man ist. Sind wir im Wirtshaus, sind wir auf einem fernen Planeten. Man weiß es nie am Anfang einer Szene. Hast du das nicht gelesen? Was die Drecksau in der Zeitung nicht geschrieben hat? Hast du das nicht gelesen? Ja, der schreibt das nicht. Verstehst du, der schreibt... Wo schreibt der alles? Seh ich da? Seh ich in Schmalen, stimmt hinten und vorne nichts. Der schreibt hier Schlagzeile. Attacke... Auf Geistesmensch und lauter so einen Schmarrn schreibt ihr da nicht? Der Gerhard hat was, das ist wirklich unfassbar. Dieses ein Satz und das ist oft nur, ja, nein, ich weiß schon, haben wir gesagt, ich war nicht dabei. Ich war nicht dabei, ich weiß auch, wie es war, Mensch. Hey, ich konnte dir schon erzählen, wie es war. Hey, aber nicht so, wie der da nicht schreibt. Sofort weißt du, welche Welt der jetzt bespielt in den nächsten Minuten. Und das fasziniert mich. Also das heißt, der macht wieder einen Satz und sofort bist du in der nächsten Welt. Der braucht keine Übergänge. Und das ist, ich kenne niemanden, der das so kann wie der, definitiv. Da ist ein Tisch, ein Mordstrom-Tisch, frei. Das gibt's ja nicht, ein ganzer Tisch frei. Das gibt's nicht. Das war's ganz frei, war er nicht. Weil da ist nur so ein Zwischengemeinde da geguckt, verstehst? Nur ist der Adi zu dem Zwischengemeinde hingegangen und hat ihn gefragt, aber ganz höflich. Ganz höflich, ich bin ja dabei gewesen. Dann hat er gesagt, Spezi? Hey? Frage! Bist du noch frei? Aber das Zwischengemeinde, gell? Ausländer, null Deutsch. Unter null. Gell? Mit den Händen hat er umeinander gewirkt. Gell? Er wollte irgendwie sagen, nein. Gell? Natürlich habe ich als Kind den Valentin gehört, der mir gefallen hat. Aber ich war nie ein Epigone, ich war nie nochmal. Und ich kann auch nie. Und die ganzen Leute, die ich kennengelernt habe, die habe ich geschätzt, die habe ich verehrt zum Teil, aber nie, ich habe nie auf die Idee war ich gekommen, irgendwie, ich sag, das müsstest du auch so machen, oder so. Das war nie bei mir. Schatz, das Wetter ist wunderschön, allein ich's nicht länger zu Haus. Heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Jeder Bursch und sein Mädel mit einem Fresspaket sitzen heute im grünen Klee. Schatz, ich habe eine Idee. Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau. Geh mal Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau. Geh mal Tauben vergiften im Park. Wenn man vom schwarzen Humor redet, berühmter Humor, dann zum Beispiel ist er einfach grandios. Es ist schwarzer Humor. Ich glaube, so versteht man das. Und man sagt zwar immer oft, ich habe oft gehört, der englische Humor, der bayerische Humor, wie ist der bayerische Humor? Persönlich bin ich dem nie begegnet. Es gibt Leute in Bayern, die einen Humor haben. Es gibt sie in Österreich, die gibt es in Irkutsk, die gibt es in, wie heißt das da unten, in Brasilien. Humor gibt es überall. Aber den englischen Humor als solches oder den, der ist mir als solches noch nicht begegnet.
Gespräch einer Hausschnecke mit sich selbst. So, Hausschnecke im Hause raus. Soll ich aus meinem Hause nicht raus? Einen Schritt raus. Lieber nicht raus. Hause nicht raus, raus und raus. Die Schnecke verfängt sich derartig in ihre eigenen Gedanken, dass sie die Entscheidung auf einen späteren Zeitpunkt verschieben lässt. Der Fröwe, ein großer Mann, ein großer Humorist, großer Schauspieler. Mehr Kommentar braucht er gar nicht. Aber wenn jemand Morgenstern oder sowas, vielleicht hat das einen wieder auf den Geschmack gebracht. Jetzt, ich hab ja schon gedacht, wer weiß, wirst du mich wiedersehen. Hoffentlich lange. Also ich, wenn ich auf der Bühne sitze, also es ist einfach ein großer Luxus, ja, Gerhard auf der Bühne zuzuhören. Mhm. Weil es ist, ich lache mich ja selber immer noch, auch wenn ich eine Nummer 100 Mal oder 200 Mal gehört habe von Gerhard, ich finde es immer wieder komisch, jeden Abend. Das ist ein Phänomen. Es ist nicht, dass ich, und wenn es die gleiche Stelle ist, aber es kommt immer ein bisschen anders. Kein Abend ist gleich. Und der Gerhard bringt es auch nie hundertprozentig gleich raus. Dritte Kompanie, angetreten zur Aktion Essen für den Frieden. Beim Hillebrand war es auch so. Das war der Mensch, der die ist vollkommen gleich mitgenommen hat. Wir waren ein junger Spund, verstehst du? Wir waren ganz. Wir haben auch nicht jetzt so das Gefühl gehabt, wir können doch gleich mithalten. Und wir sind schüchtern vom Land gewesen, Lehrerskinder. Und das war wirklich beim Gerhard und beim Hillebrand immer eigentlich so leichtig, was Leichtes gehabt. Don't you mind, leave a granite in your face. Don't mind, leave a granite. Ja, Gerhard, ich habe ausgerechnet, wir sind jetzt ungefähr, wenn man davon ausgeht, dass die Erde 40.000 Kilometer Umfang hat, oder? Dann sind wir in den letzten 40 Jahren, jetzt, oder 41 Jahren, bei ungefähr 3,5 Millionen Kilometer, dann sind wir bei 1,2 Millionen, waren 30 Mal um die Erde rum, gell? Also ungefähr 90 Mal sind wir um die Erde rumgefahren. 90 bis 100 Mal, so ganz genau kann ich es nicht sagen. Und ohne Unfall. Ich würde sagen, Gerhard, wir spielen so lang, bis ich nicht mehr fahren kann. Das ist okay, weil kannst du dir vorstellen, mit irgendjemand anderen am Steuer unterwegs zum See. Nicht einmal mit dem Radl, soll ich das machen. Du siehst das. Jo, jo, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ja, ja. Und der blubbt wahnsinnig stark, gell? Na, jetzt warte noch, bis wir noch machen wir das Programm miteinander. Und schauen wir ein bisschen durch, ja, was wir machen. Im Prinzip wissen wir schon ein bisschen so, was wir. Und dann schauen wir da ein paar Gestanzel mal auf da halt. Das machen wir wirklich. Und dann nicht schwimmen, würde ich sagen, oder? Wirklich ist denn? Nicht schwimmen? Ich mach, das heißt, ich zieh so meinen Hut. Faccio tanto di cappello. Faccio tanto di. Du ziehst von unserer Uhr rein. Gestern war ja erledigt, oder vorgestern war ja erledigt, da war schon. Ja. Du wirst sehen, es ist leichter natürlich, wenn wir miteinander spielen.
wie wenn ich allein Abend stemmen muss und präsent sein muss. Das ist streng mehr an. Und ihr macht es ja nicht mehr so oft. Und zu zweit kannst du, halt immer, du hast halt immer Pause dazwischen und kannst dich wieder konzentrieren dann. Ich versuche halt immer so Blöcke zu machen, dass es nicht so, dass es nicht so ein Ding total voll Power ist, dass man nicht, dass immer so zwei, drei Wochen mal frei sind, wo ich auch wegfahren kann, wo gar nichts ist dann. Das ist so. Ich glaube, es ist halt die Gnade, die dir erteilt wird, dass du heute halt relativ gesund bist und dass du das machen kannst. Und ich habe viele Freunde, ich kenne viele Menschen und die mag ich gern. Und dieses, das ist halt gern leben. Gern leben, gern reden, gern was beobachten, gern was zuhören. Weil andere Leute erzählen dir ja wunderbare Geschichten. Und jeder, der ein bisschen Lust hat und nicht selber nur redet, sondern zuhören will, kann wunderbare Geschichten erfahren. Traurige manchmal, aber auch sehr komische. Oder beides. Und ja, und das ist das eine. Und von, das andere ist, wenn man ja, es ist halt irgendwie, von oben ist was da, die Gnade. Oder wie nennt man das? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir von Klassik Radio servieren Ihnen jetzt ein launiges Potpourri. Der Komponist Arnulf Mischaschik hat sich Venedig ausgesucht und die Luft in Venedig ist Konfetti getränkt. Und wir sind zugegen, wenn die Freude in diese wunderbare Stadt zurückkehrt. Wir wünschen einen guten Empfang. Lieson aus dem Evangelium Markus des Franken. Das Volk, das da im Lockdown wandelte, reckte die Hände verzweifelt zum Himmel und flehte zu Markus. Impfstoff, Kruzifix, wir wollen Impfstoff. Aber mit dem AstraGraphikind sei Schleicher. Corona, Corona, Corona. Diese Kunst des Überlebens. Die Kunst des Überlebens gegen Autoritäten. Wie beim Kasperl, der sich wehren muss gegen die Gewalt, gegen die Autorität, die sogenannte Autorität. Wenn es eine gute Autorität ist, ist es was anderes. Aber Autoritäten in Form von Bürokratie oder von irgendwelchen Vertretern der Politik oder Vertretern von irgendwelchen, wie soll man sagen, administrativen Maschinerien, denen zu entgehen und denen zu entwischen und denen vielleicht sogar einmal einen kleinen Schaden beifügen zu können, das ist ähnlich mit dem Kasperl. Ich sage immer, der Gerhard Polt wird der sein, der auf jeden Fall bleibt.
Weil wir sind ja in unserem Fach ja schon viele. Und wer dann da wirklich bleibt und weitersteht, auch über die Zeit hinaus, ist ja im Kabarett sowieso fraglich, weil das ja sehr zeitlebig ist. Aber der Gerhard Polthot mit diesen unfassbar genialen Sketchen, die er gemacht hat, tatsächlich einen Akzent gesetzt, der ewig bleiben wird, da bin ich mir sicher. Der Gerhard Polt ist eine moralische Instanz deswegen, weil er nie wem anderen sagt, was er tun soll. Weil er nie eine großartige Aussage macht, sondern weil jeder sich seine eigene Moral suchen muss, nachdem er Gerhard Polt angeschaut hat. Das ist etwas, wohin ich auch strebe. Also, wenn man das Glück hat, das machen darf, wie ich, und ich denke halt, dann hat man ein gewisses Alter, das, was ich habe, darum darf ich das ja jetzt hier alles erzählen und über meinen Humor oder Nicht-Humor. Aber ich denke halt, es gibt eine schöne Parade, die Bremer Stadtmusikanten zum Beispiel, denen ist zwar viel schlechter gegangen wie mir, aber dieser Spruch, es gibt noch, was anderes wie ein Tod findet man immer noch. Ich glaube, diese Sache, dass man sagt, ja, irgendwann ist es halt aus. Das ist wie beim Theater, irgendwann geht der Vorhang runter. Er hat halt einmal angefangen, der ist aufgegangen und dann geht er wieder runter. Und dann, ich glaube, es geht fast an jeden so. Sag doch nicht immer wieder Schubidu zu mir. Sag lieber Schabidabä. Wenn du mich liebst, sag Schnibbeldabu. Aber niemals Schubi, 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 Schubidu. Schabi dabei und Schnibbel dabei. Aber niemals Schubi, 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 Schubidu. Ich hab gesagt, weißt du, Gerhard? Habe ich erlebt im Leben viel, habe ich viel erlebt, habe ich erlebt, pass auf, habe ich erlebt, Revolution dreimal. Dann habe ich erlebt, Erstes Weltkrieg, Zweite Weltkrieg und Bürgerkrieg, oft Bürgerkrieg, Autounfall habe ich erlebt, sage ich dir. 30, 40, 50 Mal, immer wieder und dann natürlich Hospital und so. Und dann habe ich erlebt Betrug und wie sagt man, Schlagerei. Alles mit Blut und so und Messer. Aber ich sag dir, Gerhard, manchmal trotzdem im Leben ist stinklangweilig.